Hallo Freunde und willkommen zurück beim Mousecraft. Wir machen uns auf in die letzten 5 Level, Level 76 bis 80. Wobei wir hier eine kleine Änderung machen. Das 80. Level ist nämlich das mit Abstand schwierigste, was natürlich auch Sinn macht. Und deswegen werde ich dieses Level quasi live spielen. Sprich, während ich spiele, läuft nebenbei eine kleine Videobeschreibung zu dem Level. Denn ansonsten müsste ich hier 10, 15 Anläufe versuchen, damit es klappt. Und da habe ich wahrscheinlich genauso wenig Lust drauf wie ihr. Und deswegen machen wir das entsprechend auch so. Halt, ich brauche erst den. So, Level 76 hätten wir dann damit geschafft. Weiter mit Level 77. So, und hier muss ich jetzt selbst auch noch mal überlegen, wie das noch mal genau war. Das war, glaube ich, nein, wir brauchen erst den. Glaube ich. Dann jenen hier. Genau. So. Mäuschen freilassen. Dann so. Hier ist jetzt nämlich schon mal ein bisschen. Och. Nochmal zurück, denn hier ist richtiges Timing wirklich extrem. Und wieder springt die eine Maus da rein. Das ist ja fürchterbar. Dann machen wir das ganz anders hier. Ich lasse frei. Lasse zwei durch. Und jetzt. Oh, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Warum verrecken die denn ständig? Na bitte, geht doch. So, kurz warten. Jetzt müssen wir jenen nach dort bauen. Aber ich sehe gerade, glaube ich, schon, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, also wie gesagt, Freunde, das ist jetzt hier wirklich extrem tricky, den ganzen Kram so ohne weiteres hier fertig zu bekommen. Okay, deswegen fangen wir nochmal von vorne an. Der muss dahin. Na, Mensch, was machst du denn hier? Da sollst du hin. Der muss nämlich hier hin. Sonst kriegen wir unten nämlich die Brücke nicht richtig hin. Was natürlich extrem von Nachteil wäre. Und wir lassen die Mäuschen frei. Jetzt muss der dahin. Genau, so, den brauchen wir jetzt hier. Der muss nach dort. Und jetzt können wir den hier wegnehmen. Ich hoffe mal, ich mache es jetzt hier nicht zu falsch. Ja, ich habe nämlich gerade noch einen Fehler entdeckt. Der muss dahin, sonst fällt die Maus zu tief. So, wir machen ganz kurz Pause. Jetzt holen wir uns jenen dort. Den nehmen wir mal weg.
einmal ganz kurz absetzen. Den brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Wir brauchen jetzt nur noch den. Ja, jetzt haben wir es. Also wie gesagt, ist wirklich extrem tricky. Vor allen Dingen nachher das 80. Level. Da komme ich ohne irgendwie eine kleine Videohilfe nicht in unter 2 bis 3 Wutanfällen durch. Wir lassen frei. Oh. Der muss jetzt nach hier unten. Sprengen wir dort. Dann sprengen wir dort. Das hier ist jetzt wieder relativ simpel. Sofern man weiß, wie es denn zu machen ist. So, 2 im Ziel. Halt, Pause brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Level 78 geschafft. Bleibe noch 2. So, Freunde, ich musste eben kurz diese Aufnahme ein bisschen cutten, denn bei der allerersten Aufnahme habe ich hier vor allem für die letzten 2 Level extrem lange gebraucht, weswegen ich mich dazu entschieden habe, das Ganze nochmal neu aufzunehmen, zumindest die letzten 2 Level, und das Ganze dann dementsprechend kürzer zu gestalten. In der ersten Variante habe ich hier etwa eine Viertelstunde gebraucht für die letzten beiden Level, was jetzt auch nicht so ganz das Wahre ist. Deswegen habe ich jetzt hier den Cut entsprechend gesetzt und nehme die letzten 2 Level, nachdem ich sie mir 1-2 Mal selbst nochmal angeguckt habe, nochmal neu auf. Einfach damit es schneller geht und das Video nicht zu lang wird und ihr euch da nicht Ewigkeiten angucken müsst, wie ich immer wieder Schritte zurück mache. So, wir hätten damit dann auch schon Level 79 geschafft. So, und dann sind wir auch schon im allerletzten Level. Den packen wir dahin, lassen frei. Dann brauchen wir einmal gleich den. Kurze Pause, um hier nicht irgendwie Zeitbedrängnis zu kriegen. Dann müssen wir... Na, du sagst, auf den da gehen. Dann müssen wir den kurz retten. Pause aus. So. Der muss da weg. Und dorthin. So, und jetzt wird es eigentlich, zumindest wenn man weiß, wie, dann doch relativ simpel in dem Level. Und am einfachsten ist es einfach, wenn man hier wirklich jeden Schritt einzeln durchgeht. Einfach um keine Fehler zu machen, was hier relativ schnell passieren kann. Deswegen lasse ich die Mäuse jetzt auch bis ganz nach hinten durchlaufen, beschleunige ein bisschen, um hier nicht alle Nase lang irgendwelche Schritte zurück machen zu müssen. Und nochmal von vorne anfangen zu müssen. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Und das Ding können wir jetzt wie auch immer hier hinbauen. Hauptsache die Mäuschen kommen da oben rein in diese kleine Nische oder Tasche, wie immer man es auch nennen mag. Und sobald die Nager da drin sind, kommt der nach oben, und das war es dann auch schon mit Level 80. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Abspann.
So, das war's dann jetzt auch mit Mousecraft. Alle 80 Level perfekt abgeschlossen. Und damit beende ich dann jetzt hier auch das entsprechende Let's Play. Danke fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play wieder. Was das dann sein wird, lassen wir uns nur überraschen. Auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.